Nikol Muftic und Tor 1:0. 1:0 durch Hölzenbein, der nach dem Schuss von Nikol den Muftic einfach nicht halten konnte, abgestaubt hat. Es war ein leichtes Tor für Hölzenbein, der allerdings die Situation richtig erfasst hat. Und in der 38. Minute der zweiten Spielhälfte schießt also Hölzenbein die Eintracht in Führung mit 1:0 und damit auch bereits endgültig ins Halbfinale im Europapokal. Auch in Graz war es Hölzenbein, der die Entscheidung zugunsten der Eintracht herbeigeführt hat mit dem 1:0 damals in der 73. Spielminute. Heute hat es noch länger.